Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Call of the Sea. Weiter rätsellastig und wir sind im Inneren der Insel, haben jetzt die ersten Rätsel gelöst und müssen jetzt sozusagen dieses Rätsel lösen. Die haben wir nämlich direkt letztes Mal aufgehört und das machen wir jetzt. Also wir haben hier drei Knöpfe und wir haben einen Drehkreis. Dreh mal. Ah, okay, warte mal, wir hatten doch hier so ein... Nee, er hatte ja irgendwo diese Dinger aufgemalt mal. Steht für irgendwas steht das hier? Ich muss mal kurz sehen. Okay, ich kann hier runtergehen. Können wir jetzt da hinten hingehen, oder? Machen wir mal. Diese Gesichter zeigen wahrscheinlich immer in die Richtung. Dann kann man immer zu diesen Dingern hinkommen. Okay. Gut, dann müssen wir gucken. Wenn wir da drüben, wo wollen wir jetzt hin eigentlich? Wenn wir darüber wollen, dann müssen wir ja... Nicht gesehen, was sich gedreht hat. Ah, guck mal. Dann werden sie da Treppen aufkommen, oder was macht der? Ne, der muss ja zu mir anzeigen, ne? Ich glaube, der muss noch ein weiterkommen. Dann hätten wir es so. So, bringt uns noch nicht so viel, wie man sieht. Denn wir kommen ja nicht darüber. Das heißt, wir müssen... Hier muss auch irgendwas... Aha. Drücken wir nochmal drauf. Okay, da kommt nur das hoch. Warte mal. Den in der Mitte, das ist der hintere? Ja. Ich glaube, den müssten wir so, die müssten so rauskommen, glaube ich. Oder? Und da muss man die schwarzen wahrscheinlich nochmal neu justieren, damit die auch zu den richtigen Sachen kommen. Kurz mal gucken. Da ist noch ein schwarzer. Und hier auch. Pass mal auf, wir drehen mal den schwarzen nochmal da. Also erstmal gucken, welcher schwarze das war. Weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr genau aus dem Kopf. Aber... So. Das ist der hintere schwarze? Ja. Okay, dann müssen wir nochmal drücken. Und jetzt sollte das vielleicht... Genau, jetzt sind die so. Macht das Sinn? Warte mal kurz. Naja, jetzt könnte man die Weißen da ranmachen, oder? Geht das? Der hintere Weiße da rankommt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das nochmal. Oh, und du? Okay, pass auf, dann muss den hier. Entweder in die Richtung. Dann ist das immer zusammen. Da kann man da auf jeden Fall rüberkommen. Da hinten auch. Da kann man auch rüberkommen. Da finden wir, müssen wir den schwarzen auch mal drehen hier, ne? Dass wir da besser rüberkommen, oder? Wenn die jetzt nochmal nach links drehen. Ja, warte mal. Das sollte funktionieren. Denke ich zumindest. So, und der ist der hintere gewesen. Ist das hier der vordere? Ja. Wenn wir den so machen, sollten wir doch rankommen, oder? Sieht doch gut aus. Versuchen wir mal. Zumindest um da hinten ranzukommen, diese letzte Plattform. Das müsste doch der richtige Weg gewesen sein, oder? Sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Ja. Da kriegen wir den letzten Biss. Das ist natürlich die Frage, wie wir das dann noch deichseln mit dem letzten Biss, weil dieses Tattoo, was wir jetzt bekommen, ist ja da hinten auf dem Platt noch drauf, aber ich kenne das Sternsymbol gar nicht. Was natürlich das Sternsymbol oben im Himmel sein könnte, ne? Fällt mir ein. Ja, ich behaupte mal, das wird das Sternsymbol im Himmel sein. Das machen wir jetzt mal. Probieren wir jetzt mal.
So, machen wir zurück. Also, wenn sie, sag ich mal, 100% schneller gehen würde, dann würde man das Spiel ja auch in 50% weniger Zeit schaffen. Weil ich glaube so 20% läuft man im Spiel. Nein, 30%. Ich bin kein Mathematiker, ich weiß nicht, wie ich es ausrechnen soll, wie viel Zeit wir sparen würden. Aber auf jeden Fall würden wir irgendwas sparen hier, bin ich mir ganz sicher. Wenn ein bisschen flotter unterwegs wären. Super, so. Jetzt haben wir alle Symbole freigeschaltet. Jetzt wundern sich die meisten, wie müssen wir das jetzt machen? Aber das ist garantiert das Himmelssymbol, das wir da oben sehen. Könnt ihr mir gut vorstellen. Das ist die Frage, ob man dann einfach alle anmacht. Lass mal gucken. So. Machen wir erstmal das obere an. Hier. Na, hier hoch. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, aber so, dann machen wir alle gleich mal auf Null wieder. Das ist ja das Symbol. Das ist nicht das Symbol in der Mitte, das ist ja das Pentagramm in der Mitte, das er da hat. Wir machen das letzte nochmal. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann ist irgendwie verkehrt, dann müssen wir halt mal gucken, das Sternbild oben uns mal angucken. Nicht der Stempel. Also wir gucken nochmal oben. Pass auf. Hier wollen wir reinkommen, wir gucken hoch. Kann sich das nicht mal abmalen? Also es sind ja rundherum und in der Mitte ist nur der einer von den dicken und der. Okay, pass mal auf. Wir müssen also alle wieder ausmachen. Sonst wird das nichts. Ah. Ich nicht, dass ihr hier nichts beigebracht bekommt. Ich nehme euch an die Hand bei dem Spiel, wie man sieht. Alles andere wäre auch doof, ne? Oh, die ist so träge zwischendurch. Setz mal auf. Und löb, löb. Danke. Gut. Also wir haben alle weggemacht. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur noch mal uns hier vorne hinstellen. Und hochgucken. Und wenn man sieht, in der Mitte haben wir auf jeden Fall den dicken und die beiden rechts müssen auf jeden Fall ausgefüllt sein. Das behaupte ich mal. Das muss so sein. Das heißt, der muss auf jeden Fall einen ausgefüllten bekommen. Die Frage, welchen? Zum Beispiel. Das wäre schon mal super. Oh, guck. Passt das auch mit dem eigentlich ganz gut? Denn das ist der, der runter geht. Müssen wir mal gucken. Hier links fehlt das aber noch ein bisschen was. Weil hier fehlt uns ja noch das von oben. Sieh, das könnte auch mal abmalen, finde ich. Gucken wir mal hoch. Also wir haben da und dann brauchen wir. Genau, brauchen diesen Haken unten. Müsste ja eigentlich der hier sein. Müsste so genauso aus. Hm? Ja. Jetzt brauchen wir noch oben. Warte mal. Genau, das haben wir jetzt. Gucken wir mal hoch gucken. Passt das ganz gut, mit wenn man auf einen kleinen Punkt guckt. Hier ist das eine, hier ist das andere. Hier geht's runter. Jetzt brauchen wir den rechts noch. Rechts brauchen wir zwei, die nach außen runtergehen. Ich weiß nicht, welcher das sein soll. Welcher das sein soll. Da müssen wir mal schauen. Der nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ja, auch nicht. Warte mal. Ich glaube, was nicht. War der falsch? Ich bin am falschen längs gelaufen. Das war der falsche. Oh Mann! Wie dumm bin ich denn? So, den wollten wir haben. Genau. Und dann müssen wir den nicht mehr drücken, sondern den hier drüben drücken. Und mal kurz hochgucken. Ey, das ist echt blöd. Ich hochgucke, was ist das? Nee. 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 Das sieht doch einigermaßen dann raus. Muss er den Dicken verwurschteln da? Aber wenn er den Dicken da verwurschtelt. Nee, das ist doch verkehrt.
Oh, ist das doof, ey. Ganz ehrlich. Also, ich muss mal hochgucken. Ich hab den langen, warte mal. Den langen haben wir da. Ich runterguck. Also, da ist der lange und da ist das kleine Ding. Und dann geht's, und dann müsste das von da, da geht, von dem geht. Ey, ich, ganz ehrlich, ich find's echt schwierig gerade. Müssen wir mal gucken. Also, wir gucken drauf, von hier. Wenn ich dann hochguck, dann habe ich den da, diesen Haken hier haben wir schon gemacht. Den geraden runter haben wir doch auch, oder nicht? Genau. Und dann geht es davon ein hoch und ein nach rechts. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich da drüben diesen dicken. Das muss der da hinten sein, der da. Und wir mal einen kleinen Punkt. Da, den müssen wir anmachen. Ist nur die Frage, wie ich das hinkriege. Jetzt ist der an, aber das Problem ist, wir brauchen den da, in dem Ring brauchen wir nicht. Hm. Da ist er nicht an. Da ist er an, aber da haben wir den falschen. Da ist er an, dann haben wir richtig viel falsch. Und da ist er komplett weg. Okay. Lassen wir den mal kurz weg. Ich weiß gerade nicht, welchen wir nehmen sollen. Gucken wir mal hier drüben. Wenn ich mal so guck. Brauchen wir. Nee, warte mal. Ach, Mann, das sag ich blöd. Wir brauchen die äußersten Ringe mit kleinen, okay. Gucken wir mal. Der ist richtig. Gut, den haben wir. Haben wir. So, wenn wir jetzt mal raufgucken hier. Dann haben wir eigentlich das fast hingebaut. Da oben haben wir den dicken und den kleinen, der davon abgeht. Das sind diesen richtig. Es fehlt uns echt nur die eine Ecke hier. Und da weiß ich nicht, welchen wir nehmen sollen. Aber dann können wir jetzt erraten eigentlich, ne? Bringen einfach jeden durch. Und irgendwann wird er so was sagen. Aha. Hat so was klappt immer, ne? Time to find out what's waiting for me inside. Bin auch gespannt. Steht da? There's something written on the floor. It's blood. Fall. Haven't I heard that word in my dreams? Was kann gut sein, Mädel? Hier geht's runter. Was ist denn hier? What a disturbing mirror. Is it made of black ichor? I feel like it is speaking to me. Oh, heavens. Okay, wir gehen mal hier runter. Kommt von beiden Seiten runtergehen oder? Das sind verschiedene Wege, die sind die beiden gleichen, okay. Oh, hier geht's weiter. My God. Eieieiei. Oh, sieht aus, wie sie mich erwartet haben hier. Die Gottheit. Nothing that happens here appears to respect the most basic rules of physics. However, as strange as it may be, it does maintain a peculiar harmony. Sieht cool aus. Oder? Schon geil. Like the workings of a clock or a music box. Harry, is that you? No, 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 no! Tell me this isn't you, Harry. It can't be you. Was macht sie? Kommt dich heran? Hast du denn geglaubt, du triffst nochmal Leben wieder? In the end you perform the ritual. You poor fool. But why? I don't understand it. Why? You knew it wasn't going to work. Hier ist er das ja gar nicht. Obwohl, seine Brille liegt da, ne?
Ich sehe das ja auch. You knew the ritual wasn't going to work. That's why you never sat on the throne. You didn't even perform the ritual, did you, Harry? But you wanted me to think that you had. You even left a lure to confuse me. But why? Okay. Bin ich wieder in diesem Traum drin, oder was? Scheint. Geh mal raus. Laufen kann ich leider nicht, tut mir leid. What really happened? Okay, jetzt wird wieder surreal. The only person with you in that sanctuary beach was Cassandra. So if you didn't die, it had to be her. Did she use the dagger to open the gates and carry out the ritual? You tried to stop her, but it was too late. She shot you with your own gun and left you for dead, didn't she, Harry? Because Cassandra was ambitious and would stop at nothing to uncover the secrets here. The island fueled that hunger for knowledge. You had doubts about whether the ritual would work. But what happened to Cassandra cleared up those doubts. The ritual wasn't for people like you. The ritual was only for people like me. But you refused to believe it until the island itself spoke directly to you. Pacha Falgafen. She is our daughter. Oh. That's when you finally understood. You understood what my fate would be if I didn't come here and carry out the ritual. A slow and painful death. So you faked your own demise and left your glasses near Cassandra's corpse. Those same glasses you never take off. And you sent me the package from Dahiti, Harry. Your picture, the key, the dagger. Another one of your scavenger hunts. And I took the bait. You made me come to this island, the same island where you almost lost your mind and your life. The same island where four members of your expedition perished. Why did you deceive me, Harry? You said you would never lie to me. Why didn't you tell me the truth? Why did you do this to me? Because you knew that I would never accept my fate if it meant leaving you. Right, my love? Not even if staying with you would mean a slow and painful death. So the only way to get me to leave you was to make me believe you were dead. And you chose to live a life without me, so I could be who I really am. That's why you tried to deceive me. But I know you too well, my dear old pal. We've had so many years together, so many moments of love, happiness, understanding, friendship, a whole beautiful life with you. I know what you tried to do, but I can't let you make this decision for me, Harry. Either I embrace my fate and accept what I've always been and leave you behind, or I reject it and return home with you to relish the time that my illness gives us. Oh, muss ich jetzt entscheiden? It's my decision to make. Dein Schicksal akzeptieren und Harry verlassen? Ja, das ist eine gute Frage. Was hat man denn Bock? Ich finde, sie soll mit ihm zusammenbleiben. Dann stirbt sie halt. You were right about one thing, Harry. I would never accept my fate if it meant leaving you. I know who I really am and where I belong. I know fate has eternal life in store for me. But an eternal life without you is worthless, meaningless. So, I choose the slow and painful death. I'm going back home. Was? Damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Dass der sich dafür entscheidet, sie umzubringen? Nein, sie geht nach Hause und freut sich. You
staged this ruse because you love me. I've seen and heard everything this island has to offer. Ich habe vorher gar nicht gesehen, dass ihr Namen interested. But true love is reciprocal. So I'm also making this decision because I love you. Ich entscheide mich immer für die Liebe. Our love is greater than fate, lineage, or all the pain I can suffer. Whatever time we have left, we'll spend together. When the time comes, it will be your hand that holds mine. And those beautiful blue eyes will be the last thing I see before I leave. Wo ist mein Boot? Das Problem ist, dass mein Boot weg ist. Ich bin auch mit dem Boot da festgemacht, aber... Wie kann das sein, dass es weg ist? Das ist doch schräg. So, you didn't find your husband on that island, Mrs. Everhart? I did find my husband. He wasn't on the island, though. But what have you been doing these 3 days? What did you find then? I don't know. The truth about myself, I suppose. And at the same time, the reason to go back home. I don't think I follow you. Have you ever been in love, Captain Hodgson? In love? You mean like in a romance novel? No, that's fiction, Captain. In real life, true love stories don't end with a wedding. They end with a funeral. And the only thing that eases that final moment of heartbreaking sadness are all the good memories lived together. Honestly, I don't think I've ever felt anything like that, Mrs. Everhart. But if you love your husband that much, he's certainly a lucky man. We are both lucky. Ja, das war's wohl. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. One, two, don't forget the harmony. One, two, three. Ja, liebe Leute, das war's mit dem Let's Play da von dem Spiel. Das war eigentlich ganz cool. Also, schlecht war das Spiel nicht. Die Rätsel waren nicht super schwer. Ein paar Knacknüsse dabei. Aber immerhin haben wir sie geschafft, ne? Schon ganz cool. Ja, falls es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen hoch da. Wäre nicht schlecht, dann freue ich mich auch darüber. Und ich muss zugeben, gefiel mir wirklich ganz gut. Hat sich gelohnt. Aber ich glaube nicht, dass es lange exklusiv bleibt für die Xbox. Denke ich mir nicht. Obwohl, man weiß es nicht. Ja, ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play wieder dabei. Und bis dahin. Tschüss. Achtung, Musikwechsel.